muss ja schon sagen, die Pandemie ist das Beste, was Ruckburg hier passieren konnte. Das trägt so zur Atmosphäre bei. Bonjour und moin moin, die Teilzeittouristik ist wieder unterwegs. Die Ferien sind lange vorbei, das heißt, ich kann mich endlich mal wieder ins verdammt leere Phantasialand trauen. Irgendwie fehlen hier heute Menschen. Ich weiß auch nicht warum. Aber das werden wir noch rausfinden, warum hier heute Menschen fehlen. Wo die ganzen Menschen sind? Jetzt ist es zu spät, jetzt sitze ich in der Warteschlange. Ich hoffe, ich warte nicht so lange. Stunde, zwei, mal sehen. Hab Spaß. Okay, einmal noch warten, einmal noch die große Lücke lassen. Dann geht es rein. Scheiße! And we are fucking in. Wow! Oh, welcome to fucking Ruckburg. Heilige Scheiße. Heilige Kacke. Ist da, Wow. Zahnräder, Dampf. Laut, hui. Warum ruft das? Flaunscht. Ich würde sagen, das ist gerade Klugheim, aber auf dem Kopf. Das ist heilige Scheiße. Eine Safety Car. Was machen wir denn? Wir halten Abstand, wir haben Gepäckabwender und eine Metalldetektorschleuse. Krass! Zeppelin. Zeppelin! Hui! Fuck! We are doing this! We are doing this! Wow! That's gorgeous. Fuck! Yeah! Holy shit! Geil! Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, was wo ist. Weil da müsste Kaiserplatz sein. Wir sind immer noch nicht durch. Wir hatten erst ein Kettlebell. Da unten haben wir gerade die Reise begonnen. Da ist der Eingang. Müsst ihr jetzt also einmal hinten an der Wand vorbei? In Richtung Schlag mich tot. Wow. Wow. Na, ob das ein Mac-Lounge ist? Ich hoffe nicht. Es ist Klugheim, aber halt auf dem Kopf. Nichts, es ist nicht unter dir, es ist alles über dir. Fuck yeah! Ich könnte weinen. Nein! Fuck, ist das geil! Diese Airtime, die... Boom, Mann! Oh. Dreck. Ist das krass. So eine angenehme Sitzposition. So ein geiles Konzept mit dem Einsteigen. So ein geiler Großer. What the actual fuck, Vekoma, was macht ihr? Die Version passt absolut smooth rein.
Absolut. Wupp, über Kopf hoch, schon wieder hier. Geil. Nicht sehr viele Gs. Okay, die spüre ich eh nicht. Das... Heilige Scheiße. Runde 2, Front Row. Heilige Scheiße. Was ist das für ein krasses Ding? What the actual fuck did we come there? Holy macaroni. Das ist meine neue Nummer 1. Das ist meine neue Nummer 1. Das ist meine neue... Das. 1. Wow. Fuck. So, da war ich dann auch mal was essen. Beim Kohleschipper ist ein schönes, leckeres Lachsbrötchen-Sandwich. Frisch gebratener Lachs, ein bisschen teuer. Aber kann man essen. Sieht sich hier in dieser kleinen Alkove. Da ist eine Stütze und da über uns ist ja fucking laut. What the fuck? Nein. Irgendwie, ihr müsst hier gleich mal rumgehen. Das ist krass. Dieser Themenbereich ist einfach krass. Ich muss ja schon sagen, die Pandemie ist das Beste, was Ruckburg hier passieren konnte. Seit überall dampft es, qualmt es und die Leute tragen Mundschutz. Das trägt so zur Atmosphäre bei. Die ganzen Details hier an der Ecke ist überall Kohle, die feste ist. Die kleinen Sitzbänke, das sind Rohre, da sind ein paar Sitzpolster drauf. Hier wieder so eine kleine Ecke mit einem Wand. Eine riesige Kohlegrube. Das ist eigentlich alles Fläche, die das Phantasialand mit Lauffläche vollbauen kann. Aber nein, sie nutzen es für Steaming. Ja, und da sind wir wieder am Eingang. Immer wenn ihr zuguckt, fliegt Fly los. Komm mal, dann kann es sein. Hier ist die Schokoladenwerkstatt. Kannst du Schokolade kaufen? Ich mag auch die Übergänge, die ich jetzt schon gesehen habe, in Richtung Fantasy. Wir haben am Berlin-Eingang haben wir so ein Auto im Bus-Stil, da oben auch auf den Kisten. Da irgendwo, ja. Steht Luftpost, also. So, Fahrt Nummer 3 in Reihe 2. Sofort fangen die Spielereien an. Einfach mal hängen lassen und nur nach unten gucken. Macht auch Spaß. Diese Airtime, die ist einfach nur... What is that? Ja, es ist Airtime, aber warum fährt die sich so komisch? Aber es macht Spaß. Es ist meine Eins. So, und hier ganz hinten am Mondsee, da ist Vakubato. Beende ich da mal den Vlog für heute. In Ruchburg haben wir erstmal alles gesehen, wir haben den ersten Eindruck, das reicht. Danke fürs Zusehen. Ich nehme mir jetzt noch ein bisschen meine Fuji auf Reise und schieße ein bisschen Bilder für Instagram. Link unten. Der Dalzer-Tourist. Bye!